Hallo und herzlich willkommen zu Für immer jung mit Kleinigung. Heute mal nicht aus der eigenen Praxis, sondern Summertime aus dem eigenen Garten. Thema der heutigen Folge ist eines der aufregendsten, innovativsten und vielversprechendsten Ansätze der gegenwärtigen Anti-Aging-Medizin, nämlich die Entwicklung von sogenannten Senolytika. Was verstehen wir darunter? Wir haben bereits in der Folge über die Telomeren darauf hingewiesen, dass Körperzellen eine begrenzte Lebensfähigkeit haben. Die teilen sich 50 mal, 60 mal, dann ist das Ende erreicht, dann stirbt die Zelle ab, das sogenannte Hayflick-Limit. Aber es gibt zwei Art und Weisen, wie sich diese Zellen dann aus dem aktiven Leben verabschieden. Das eine ist die sogenannte Apoptose, auch bekannt als der programmierte Zelltod. Da sterben diese Zellen tatsächlich, werden dann von spezialisierten Immunzellen, Fresszellen abgeräumt und beseitigt und richten dann auch keinen großen Schaden mehr an. Es gibt aber eine andere Art und Weise, wie sich Zellen aus dem aktiven Leben verabschieden können, und das ist die sogenannte Seneszenz. Da haben dann die Zellen ein Stadium erreicht, wo sie sich nicht mehr weiter teilen, wo sie eigentlich auch nichts Vernünftiges mehr produzieren, aber trotzdem nicht wirklich tot sind. Und diese untoten Zellen, die können in unserem Körper viel Schaden anrichten. Die werden zu einer wirklichen Bedrohung. Inzwischen sprechen sogar wissenschaftliche Artikel, selbst in hochrangigen Publikationen wie in Nature, auch von sogenannten Zombie-Zellen, also die Untoten, die dann ihre Umgebung und die noch Lebenden bedrohen. Genau das machen die seneszenten Zellen auch. Wie tun sie das? Einmal allein durch ihre Anwesenheit. Das heißt, auch an diesen seneszenten Zellen arbeitet sich das Immunsystem ab, aber ohne großen Erfolg. Und das Ergebnis ist dann Silent Inflammation, also chronisch niederschwellige Entzündungsprozesse, etwas, was wir schon seit langem als Alterungsfaktor identifiziert haben. Aber damit nicht genug. Diese Zellen sezernieren auch noch eine ganze Menge an Substanzen. Das sind teilweise proinflammatorische Zytokine, das sind bestimmte Wachstumsfaktoren, alles Dinge, die sich negativ auf die Umgebung auswirken. Diese Vielzahl an Substanzen fasst man inzwischen zusammen unter dem Akronym SASP. Das sind Senescence Activated Secretory Phenotype. Also diese seneszenten Zellen sind tatsächlich für ihre Umgebung ein wahres Übel. Man kann das, ich sitze ja hier vor einem Apfelbaum, auch mit Äpfeln vergleichen. Ups. Auch da haben wir den Effekt, wenn wir frische Äpfel pflücken und in einen Korb oder in einen Eimer tun, dann haben wir darunter gelegentlich auch einen älteren, eventuell sogar verfaulten Apfel. Und wenn diese Äpfel längere Zeit zusammenbleiben, dann sieht man etwas, nämlich der verfaulte Apfel, der infiziert sozusagen mit seinem Alter, mit seiner Fäulnis die umgebenden jungen und gesunden Äpfel. Und genau das machen seneszente Zellen auch mit den jungen Zellen in ihrer Umgebung. Also, gute Gründe, die seneszenten Zellen endgültig loszuwerden. Und dazu werden zurzeit die sogenannten Senolytika entwickelt. Teilweise ist die Forschung da schon relativ weit. Führend ist zum Beispiel James Kirkland von der Mayo Klinik. Der hat einen senolytischen Cocktail entwickelt, also eine Substanz aus mehreren sogenannten Senolytika, die er bereits bei Mäusen ausprobiert hat, mit spektakulären Ergebnissen. Die Mäuse hatten eine Lebenserwartung, die um 25-30% verlängert wurde. Das ist eine tolle Nachricht. Die nicht ganz so tolle Nachricht lautet, dieser senolytische Cocktail bestand aus zwei Substanzen. Eine davon ist Dasatinib. Und Dasatinib ist ein Chemotherapeutikum,
das zum Beispiel auch eingesetzt wird zur Behandlung von Leukämie. Und auch da muss man zwei Dinge abwarten. Das eine ist, wie lassen sich die Erfolge aus den Mäuseversuchen auf den Menschen übertragen? Die andere Frage ist, werden sehr viele Menschen bereit sein, ein Chemotherapeutikum, das natürlich doch auch entsprechende Nebenwirkungen hat, einzunehmen, um einen ja doch immer noch fraglich lebensverlängernden Effekt zu erzielen. Aber die Mayo Klinik ist nicht die einzige, die da forscht. Inzwischen sind weltweit Biotech-Firmen, Biotech-Start-ups dabei, nach Senolytika zu forschen und liefern sich da geradezu ein Wettrennen. Vorne bei diesem Wettrennen liegt offensichtlich eine amerikanische Firma, Unity Biotechnology, die mitgeteilt hat, sie arbeitet bereits mit Senolytika, die sie in Menschenversuchen auch überprüfen und rechnet damit, dass sie in 2 bis 3 Jahren mit dem ersten dann auch pharmakologisch zugelassenen Senolytikum auf dem Markt ist. Welche Substanz das ist oder um welchen senolytischen Cocktail es sich da handelt, das gibt Unity Biotechnology aus naheliegenden Gründen natürlich noch nicht preis. Hier geht es ja doch um ziemliche Zukunftsmärkte. Aber wir warten mal ab, was da der Markt uns bringt. Können wir mehr machen als nur abwarten? Ja, können wir. Kommen wir noch mal kurz zurück zu James Kirkland. Da hatte ich gesagt, er arbeitet mit einem senolytischen Cocktail. Die eine Substanz ist das Dasatinib mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Die andere Substanz ist allerdings Quercetin. Und Quercetin ist ein sekundärer Pflanzenstoff. Den kennen wir seit langem. Quercetin gehört auch zu den berühmten sirtuin-aktivierenden Pflanzenstoffen, findet sich zum Beispiel in Äpfeln, aber auch in Zwiebeln. Ein weiterer sekundärer Pflanzenstoff, offensichtlich auch mit senolytischer Wirkung, ist das Fisetin. Fies jetzt nicht mit V-I-E-S geschrieben, sondern mit F-I-S. Fisetin ist ein Polyphenol, von denen wir wissen, dass sie ganz besondere gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Und Fisetin findet sich zum Beispiel in hohen Konzentrationen in Erdbeeren. Also, auf der einen Seite heißt es natürlich abwarten, Tee trinken, schauen, was die Biotechs uns da in Zukunft liefern. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, viele sekundäre Pflanzenstoffe zu sich zu nehmen, was wir ja schon seit langem empfehlen. Die haben offensichtlich eben nicht nur antioxidative, antiinflammatorische und sirtuin-aktivierende Eigenschaften, sondern darunter finden sich auch eine ganze Menge von potenten Senolytika auf pflanzlicher Basis. Auch dazu gibt es wie immer einen Science Proof. Auch hier freuen wir uns, wenn Sie uns liken, wenn Sie uns abonnieren oder wenn Sie uns Kommentare hinterlassen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche zu Für immer jung mit Kleinen.